ist Fallen in Love von Elvis in der Fingerpicking-Variante. Aber das lernen wir heute nicht. Wir lernen zwar Fallen in Love, aber weil wir ja so cool sind, von den 21 Street Pilots. Und das ist erstmal die Strumming-Variante. Wer möchte, kann mir auch einen Kommentar hinterlassen. Vermittle ich gerne euch die Fingerpicking-Variante. Aber wir fangen jetzt erstmal mit dem etwas einfachen an. Deswegen hatte ich euch letzte Woche das Dreivierteltakt-Pattern beigebracht. Dieses Down, Down, Up, Down, Up. 1, 2 und 3 und. Und ich spiele euch kurz mal 2, 3 Akkorde von Fallen in Love von Elvis vor. Das wäre sozusagen auch der Verse, also das würden wir dann zweimal hintereinander spielen und dann geht's weiter. Aber wir zerlegen das jetzt ganz seelenruhig und machen das gemeinsam. Wer mich nicht kennt, ich bin Donja, ich bin blühende Anfängerin und vermittel dir genau das, was ich im Moment gerade am Üben und am Lernen bin. Habe musikalisches Background, bin Musiktherapeutin und habe Handpans, native Flöten, Didgeridoo etc. pp. Jahrelang vermittelt. Also so ein bisschen musikalisches Background durch mein Studium habe ich. Anyway, Akkorde werde ich jetzt heute nicht genau erklären. Du kannst gerne, verlinke ich hier, meine How-to-You-Playliste anklicken. Alle Akkorde, die wir heute spielen, habe ich bereits beigebracht und schon legen wir jetzt los. Im Übrigen, stimm jetzt mal deine Ukulele. G, C, meine Ukulele ist nicht verstimmt. Ich nutze eine tiefe G-Seite, sprich G3 statt G4. In der Zeit kannst du auch gerne meinen Kanal abonnieren, auf die Glocke hauen oder mich liken. Oder werde einfach mein Patreon und lade dir gleich die PDFs und Anleitungen und Backing-Tracks etc. pp. Drunter. Ansonsten, wir fangen jetzt an und ich höre auf zu sabbeln. Also, der erste Akkord, wie ihr bereits mitbekommen habt, ist C. Wir machen jetzt erstmal ohne den Dreivierteltakt, sondern ich mache einfach erstmal die Akkordabfolge. C, E-Moll, zweimal dann das A-Moll, 1 das F, 1 das C, 2 das G. Zum F, G7, A, D-Moll, C, G7 und das C. Ich habe mir diese Abfolge auch nochmal zerlegt in 2 Parts. Das machen wir jetzt auch. Einmal fangen wir an mit C, B, A, A, F, C. Also C. Hast du das dir verinnerlicht? Dann switchen wir zum G7. Das spielen wir 2. Dann das F. Wieder das G7. Das A. D-Moll. C. Ich wiederhole, ab dem G7, 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 F,
A-Moll, D-Moll, C, G7. Also, ich wiederhole das Ganze nochmal mit euch langsam. Erstmal einfach nur, dass wir es einmal anstrummen. Dann würden wir das nochmal eine Runde von vorne spielen. Wir spielen das jetzt mal mit unserem Dreivierteltakt, dem Down, Down, Up, Down, Up, Down, Down, Up, Down, Up, Down, Down, Up, Down, Up. 1, 2 und 3 und 1, 2 und 3 und 1, 2 und 3 und die 1, die ist betont. Ich sage euch jetzt dann die Akkorde auf. Also C2 und 3 und E2 und 3 und A2 und 3 und A2 und 3 und F2 und 3 und C2 und 3 und D7 2 und 3 und G7 2 und 3 und F2 und 3 und das ist jetzt der Verse oder der erste Ablauf und dann spielt man das Ganze nochmal. Deswegen machen wir das jetzt nochmal. C2 und 3 und E2 und 3 und A2 und 3 und A2 und 3 und F2 und 3 und C2 und 3 und G7 2 und und der Chorus ist immer auch mein Krampf und mein Kampf. Wie ihr gesehen habt, spielt man zweimal das C, dann gehen wir auf das D-Moll, dann auf das B7, wieder zum E-Moll, wieder zum B7, wieder zum E-Moll. Also wir wiederholen dreimal E-Moll und B7 und dann gehen wir auf A7. Wiederholen das auch zweimal. Dann zum D-Moll, B7 und dann das, was wir davor gelernt haben. Aber jetzt hier der Chorus ist D-Moll 2 und 3 und B7 2 und 3 und E-Moll 2 und 3 und B7 2 und 3 und E-Moll 2 und 3 und B7 2 und 3 und A7 2 und 3 und D-Moll Quatsch, A-Moll 2 und 3 und D7 2 und 3 und B7 2 und 3 und und jetzt habe ich richtig gequatscht. E-Moll, B7. E-Moll, B7. E-Moll, B7. A7 zweimal. D-Moll, G7.
Und dann geht's wieder von vorne los. Wir wiederholen nochmal. D-Moll. A7, D-Moll, G7. Und dann das, was wir vorhin gemacht haben. C, E-Moll, A-Moll zweimal, F, G und so weiter. Das wiederholen wir auch. Und das Ende der Geschichte würde dann so ablaufen, dass ihr quasi F, G7, A-Moll, D-Moll, C, G7 und das C spielt quasi immer das Ende vom Verse. Ich wiederhole nochmal. F, G7, A-Moll, D-Moll, C, G7 und C. Und das würdet ihr, wenn ihr das mit dem Metronom übt, einfach nur anstrummen und nicht mehr dieses klassische Dreivierteltakt-Pattern. Wir spielen das Ganze jetzt mal ganz slowly miteinander durch. Und die Noten habe ich auch als PDF zum Download. Ansonsten darfst du brav mitschreiben oder du lädst es dir runter. So, wir üben jetzt gemeinsam Fallen in Love. Alles lockern, jetzt geht's los. C, 2 und 3 und D, 2 und 3 und A. Du hast es geschafft. Ich hänge noch mal eine Mitspielversion ohne zum Reden hinten dran. Dann kannst du einfach mal mitspielen. Ansonsten wünsche ich dir viel Spaß beim Üben und Lernen von Fallen in Love von Elvis, aber in der Variante von den 21 Street Pilots. Hat dir das gefallen, dann abonniere mich, schicke mir ein Like oder werde mein Patreon.
lade dir PDFs und sonstige Sachen runter, werde ein Teil unserer Community und hab Spaß gemeinsam mit uns am Lernen. Bis zum nächsten Tutorial. Alles Liebe, deine Donja. Viel Spaß!